Ja, guten Abend allerseits. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ist es okay, wenn ich auf Schweizerdeutsch weiterfahre? Das ist schon der erste Teil von der Satire eigentlich, wenn ein Eingewanderter euch fragen tut, ob es alles okay ist auf Schweizerdeutsch. Ich werde nicht auf Aramäisch weiterfahren oder so etwas. Das tue ich euch heute Abend nicht an. Das ist übrigens eine sehr komplexe Sprache, sehr nahe beim Hebräisch und darum lassen wir das mal weg. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke euch für die Chance, die ich hier habe, dürfen hier vor euch treten. Und auch ein herzliches Dankeschön an meine Vorredner, geniale Auftritt gewesen. Und es wird auch schwierig, euch zwei zu toppen. Das ist so, wenn wir am Oscar Sprache würden wegnehmen würden, dann wäre also schon, wie soll ich sagen, schon eine Waffe weg eigentlich. Das ist wie eine Waffe. Und bei dir, Andreas, auch, ist wirklich genial gewesen, sehr gut. Und so, wie es du gesagt hast, Andreas, ist es also gar nicht so einfach gewesen, der Übergang, aber am Schluss ist es genial gewesen, also dass wir wirklich die Werte in der Schweiz leben tun, so wie es du jetzt heute Abend präsentiert hast. Wie es ja der Marco gesagt hat, ich bin 1982 in die Schweiz gekommen und bin zum ersten Mal mit einem Schweizer Wert konfrontiert worden. Und konfrontiert meine ich natürlich nicht im Negativen, sondern ich bin dort in die Schule gekommen und habe gemerkt, dass in dieser Schweiz etwas anders ist. In dieser Schweiz, da kann man am Abend rumlaufen, Türen sind offen, in der Garage stehen Autos rum, Türen von diesen Autos sind offen. Mein Vater hat natürlich nicht schlecht gestaunt, als er gemerkt hat, dass sogar die Schlüssel noch stecken in diesen Occasion-Autos. So haben wir damals die Schweiz angetroffen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja aus Istanbul gekommen und wenn man in Istanbul ein Auto wird offen lassen und der Schlüssel steckt, dann kann man wahrscheinlich kaum auf 5 zählen, wäre das Auto schon weg gewesen, schon in den 80er Jahren, geschweige denn heute. Und das sind eigentlich so die ersten Erinnerungen, das ist eigentlich dort gewesen, wo ich gemerkt habe, das sind die Werte in diesem Land sind anders. Und es ist ja nicht unbedingt umsonst, dass man einmal sagt, die Schweizer Werte sagen basierend auf christlichen Wert, auf christlich-jüdischen Wert und auch auf Freiheit. Die Schweizer Werte, die ich jetzt gerade ein bisschen erwähnt habe oder die ich eben erlebt habe im 82, sind schon der Rückgrat eigentlich für die Bevölkerung. Wir haben ja gehört, wir sind eigentlich eine Wertegesellschaft. Wir tun uns eigentlich über die Werte, tun wir uns definieren. Das ist nicht einfach ein Zufall, dass man einfach Grenzen so gezogen hat, sondern das sind Werte, die das Land ausmachen. Und ich tue einfach einmal mehr da, auch heute Abend dazu aufrufen, dass man zu diesen Werten dort wirklich auch Sorge haben und mit denen sorgfältig umgeht. Wir, die Wanderer, haben auch Werte mitgebracht. Und es ist auch kein Zufall, dass gerade christliche Einwanderer ganz ähnliche Werte eigentlich mit sich bringen und gebracht haben. Gerade die Aramäer sind ja bekannt, dass sie aus dem Nahen Osten kommen, aus dem Südosten von der Türkei, wo ich herstamme, aber auch der Norden von Syrien. Also wenn ihr jetzt gehört habt, der IS oder die Freie Syrische Armee hätte im Norden von Syrien Christen umgebracht, dann sind das nicht einfach irgendwelche Syrer, sondern ethnisch gesehen sind das Aramäer gewesen, die dort mit amerikanischen Waffen abgeschossen worden sind. Und wir haben auch unsere Werte mitgebracht. Und da haben wir eine schöne Geschichte eigentlich. Ich möchte immer wieder so ein bisschen Geschichte aus meinem Leben erzählen. Wir haben wir haben verschiedene syrisch-orthodoxe bzw. aramäische Kulturzentren in der Schweiz. Und der eine hat mich mal gefragt und gesagt, du kennst doch den Toni Brunner und den Lukas Reimann, weil sind ja beides unsere Nationalräte damals gewesen. Willst du sie ihm nicht mal einladen? Dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Dann ist der Toni gekommen, der Lukas auch. Und der Toni hat einen guten Vortrag gehalten. Und dann ist der eine Jahr mehr aufgestanden und hat gesagt, Toni, ich danke dir für den super Vortrag. Wir daran mehr sind freiheitliebend, geschaffige Leute, sind pünktlich, sind von mir aus familienliebend, sind das und jenes. Hat die ganze Eigenschaften von uns, von den Aramäern, abgezählt.
Und dann ist er abgehockt und dann hat er eben gesagt, es ist kein Zufall, dass wir eigentlich uns mit der SVP gut verstehen. Und dann ist der Toni aufgestanden und hat gesagt, jawohl, wir sind auch freiheitsliebend, wir sind auch pünktlich, wir lieben auch die Familien etc. etc. Und dann haben wir uns dort wirklich einen guten Abend gehabt und wir haben gemerkt, dass die Werte, die wir mitgebracht haben, gar nicht so wahnsinnig viel anders sind als die von den Einheimischen. Und darum haben wir auch kein Problem, uns da zu integrieren, weil die Werte die gleichen sind. Also insofern überhaupt kein Problem. Haben aber alle Einwanderer die gleichen Werte? Da muss ich leider Nein sagen. Es ist ja vorher angekündigt worden. Man kennt mich ja eher als von diesen islamkritischen Auftritt. Und dort muss ich auch sagen, dass da Einwanderung passiert, die nicht nach unserem Verständnis, die nicht nach unseren Werten passieren tut. Die Einwanderung, die wird unseren Wert nicht gut tun. Was haben wir da für Baustellen? Wir haben eine Einwanderung von muslimischen Ländern. Und muslimische Werte sind nun mal 180 Grad verkehrt zu unseren. Ich meine da jetzt nicht den einzelnen Muslim. Es geht nicht um Einzelpersonen. Sondern es geht da um Werte. Wir haben ja vorher über die Werte der Schweiz haben wir vieles gehört. Bei den Muslimen ist es nun mal so, dass der Koran als das unverfälschte und nicht kritisierbare Wort Allahs gilt. Habt ihr schon mal versucht, mit einem Muslim über den Koran zu diskutieren? Da kommen alle Arten von Ausreden. Von angefangen bei, ihr versteht das Buch nicht, ihr habt es noch nie gelesen, ihr habt es einfach falsch interpretiert. Gut, bei mir ist es natürlich noch gut, wenn jemand mir sagt, du verstehst Arabisch nicht, sage ich, ja, du verstehst Aramäisch nicht, weil der Koran ist ja eigentlich in Aramäisch geschrieben worden. Also insofern haben meistens die zwei auf dem Rücken, nicht ich. Ich verstehe ja insofern als Aramäer womöglich den Koran ein bisschen besser als sogar als Muslime selber. Also es ist ein bisschen ein Nachteil. Es ist dann meistens das 1:0 für mich. Bei all diesen Ausreden, meine Damen und Herren, geht es wirklich nur darum, um die einheimische Bevölkerung zu verunsichern. Lasst euch dort durch nicht verunsichern. Behaltet euch die Freiheit, die wir vorher gehört haben. Die Freiheit darf kritisch sein, auch diesen Büchern gegenüber. Und das ist ein Wert in der Schweiz. Das ist ein Wert, dass wir da Diskussionen haben über Bücher. Wenn wir nicht mehr über Bücher dürfen diskutieren und kritisieren, dann haben wir etwas ganz, ganz Grosses verpasst und haben riesen Fehler gemacht. Der Koran hat oft den höheren Stellenwert als die europäischen Gesetz und könnte auch zu Problemen führen. Also wir haben mal ein Beispiel gehabt, da hat der eine Marokkaner in Frankfurt seine Frau verprügelt und dann war er ja vor der Richterin gewesen. Und die Richterin hat ihn freigesprochen. Mit der Begründung, das sei nun mal so, das sei sein Recht, das sei in seinem Koran so festgehalten und ich muss sagen, es hat dort doch noch einige Vernünftige gehabt. Ein paar haben doch noch nicht ganz links versifft worden und haben dort einen Aufstand veranstaltet und die Richterin ist dann nachher gekündigt worden. Also ich freue mich nicht darüber, dass die Richterin gekündigt worden ist, aber ich freue mich darüber, dass doch noch ein paar Leute sich engagiert haben und gefunden haben, das geht nicht, das ist gegen unser Gesetz. Und insofern akzeptieren ganz viele Muslime unsere Gesetze nicht in dieser Form, sondern stellen den Koran, aber auch die Hadithen, auch die Fatwas, die ja übrigens Rechtsprechungen sind, über unsere Gesetze. Und lasst euch nicht irritieren, weil sobald man das sagt, heisst, nein, ihr habt es falsch verstanden und das ist eben nicht richtig. Gewalt dient ausschließlich zur Abschreckung der einheimischen Bevölkerung. Wieso sage ich das? Ich meine, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, jetzt übertreibt er ein bisschen. Ich meine, wir haben ja nicht jeden Tag Gewalt in der Schweiz. Aber vor allem dort, wo der Islam in Unterzahl ist, sind sie mehr oder weniger friedlich. Aber sobald der Islam die Überhand hat und mehr wird, gibt es in keinem Land haben wir Frieden. Sobald das passiert, gibt es kein Land, das friedlich verläuft. Es gibt kein Land, wo der Islam Minderheiten schützen tut vor Übergriff. Und es gibt auch kein Land, wo demokratisch ist, wo der Islam die Mehrheitsreligion ist. Und darum ist wichtig, dass wir uns dort wirklich
zu unseren Werten bekennen tun, dass wir uns nicht zurückdrängen lassen und dass wir wissen, dass das, was auf uns zukommt, eigentlich 180 Grad verkehrt ist zu den Werten, die wir verstehen. Kritik an Mohammed, am Gründer des Islam, ist nicht nur nicht erlaubt, sondern kann ganz klar auch zu Gewalt führen. Auch in diesen europäischen Ländern. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, ja gut, ich darf in Mekka oder überhaupt in Saudi-Arabien den Mohammed nicht kritisieren. Es geht nicht nur darum, sondern auch in europäischen Ländern kann das zu Gewalt führen. Ihr mögt euch sicher sehr gut erinnern an die Karikaturen von Mohammed. Man mag sie ja vielleicht ein bisschen daneben finden, einverstanden. Ich persönlich nicht, ich habe sie eigentlich noch erfrischend gefunden. Aber habt ihr die Gewalt gesehen, den Ausbruch an Gewalt, nur weil man den Mohammed gezeichnet hat? Die Kritik an Mohammed ist übrigens auch damals, als meine Eltern noch in der Türkei gelebt haben und ich auch, nicht erlaubt sind, nicht im Kleinsten, nicht einmal Kritik am Koran. In der Türkei hat sich sich ein bisschen verändert mittlerweile. Also wenn man über den Koran redet, kommt man nicht gerade, wird man nicht gerade in den Knast gerührt. Aber damals in den 80er Jahren ist das also des Teufels gewesen. Man hat das wirklich nicht dürfen. Die nächste Baustelle, die Unterdrückung der Frauen, ist im Koran erlaubt, Sura 4,34. Es ist nicht nur die Unterdrückung, sondern auch das Schlagen von der eigenen Frau. Jetzt, es gibt ja Muslime, die sagen, ja gut, wenn man schlägt, dann sollte man ja nicht, also der Koran sagt ja nicht, du sollst voll reinhauen, sondern man kann es ja mit einer Zahnbürste machen. Das ist also die Ausrede, die ich mal gehört habe. Aber wer Arabisch kann, der weiß ganz genau, was dort drin steht. Dort drin steht nämlich, wenn ihr die Widerspenstigkeit der Frauen befürchtet, ermahnet sie, meidet sie im Ehebett, und prügelt sie. Also auf Arabisch heisst es prügeln, nicht schlagen. Also die Züchtigung von der Ehefrau ist erlaubt und 180 Grad verkehrt zu dem, was wir eigentlich als unsere Werte definieren. Die Gleichheit der Geschlechter ist in unseren Gesetzbüchern verankert und an dem wollen wir auch nicht rütteln. Aber das, was auf uns zukommt, versteht etwas anderes, wenn man von Gleichheit der Geschlechter redet. Der Koran unterteilt Gläubige und Ungläubige und anerkennt die Gleichheit auch der Bürger nicht. Nur, wenn ich jetzt auf Deutsch Ungläubige sage, dann sagt der eine oder andere, ja gut, ich bin halt ein Atheist. Stört ihn ja nicht in dem Sinn. Aber im Arabischen ist das etwas anderes. Im Arabischen meint man eigentlich Ungläubige als eine Beleidigung und als eine Klassifizierung für jemanden, der geschlagen, verfolgt werden darf, der umgebracht werden darf. Und insofern auch da wieder die Gleichheit von den verschiedenen Gruppen, die übrigens in der Schweiz eigentlich auch als Wert gilt, ist mit der muslimischen Einwanderung ist dann irgendwann mal fertig. Ich könnte jetzt ganz Abend noch so weiterführen, aber wir haben leider nicht ganz so viel Zeit. Darum würde ich da mit diesen Differenzen mal aufhören. Und wer meint, ja gut, das ist jetzt alles sehr, sehr übertrieben dargestellt worden, möchte ich doch noch kurz ein bisschen auf den Nahen Osten zeigen. Wir haben im Nahen Osten fast alles, nur christliche Länder gehabt. Türkei bei der Gründung, Oktober 1923, also so alt ist eigentlich Türkei gar nicht. Also wenn ich Türken frage, wie alt ist Türkei, meinen die immer, sagen Tausende von Jahren, aber Türkei ist noch kein 100 Jahre alt. Die offizielle Türkei, also als Staat. Bei der Gründung von dem Land haben wir ca. 25% Christen gehabt. Und das nach dem Genozid an den Armenier und an den Aramäer. Heute haben wir irgendwo etwas um die 0,2% Christen in dem Land. Dann gehen wir weiter. Syrien. Syrien hat unter dem sogenannten Regime von dem bösen, bösen Assad eine florierende christliche Gemeinschaft gehabt, eben im Norden von Syrien. Der Assad als Alevit und selber als einer, der in einer Minderheit lebt, hat Christ eigentlich recht, wie würde man sagen, recht in Ruhe gelassen. Also ich bin nicht der Verteidiger und auch nicht der Anwalt von Assad, aber in dieser Phase haben die Christen noch relativ friedlich gehabt. Er hat auch gewusst, wie er mit ihnen umgehen muss. Der Christ hat man dort im Norden von Syrien oft sagen können, schau, da ist ein Ministerposten,
Und das sind eure Universitäten. Und débrouillez-vous. Macht einfach und es hat geklappt. Bis dort, bis 2011, wir kennen die Geschichte, bis die Amerikaner gemeint haben, sie müssen die IS unterstützen. Des Weiteren auch Irak. Wenn ich noch vor ein paar Jahren, oder damals, als ich in die Schweiz gekommen bin, noch gefragt hätte, der Irak, was meint ihr? Da hat es einfach geheißen, ja, ein Iraki, das ist, der redet Arabisch und der ist Moslem. Aber so ist es ja nicht. Auch der Irak hat eine grosse, sehr grosse christliche Population, eine grosse christliche Bevölkerung, sowohl von den Aramäer, also chaldäisch-aramäisch, wie aber auch von den alten Assyrern. Die reden heute noch Assyrisch. Weil Aramäisch und Assyrisch sehr nah ist beieinander, verstehen wir uns fast ein bisschen gegenseitig. Aber es ist so ein bisschen zu vergleichen wie Spanisch und Italienisch. Ich könnte jetzt das Ganze noch weiterführen. Ich meine, wir kennen auch Kopten in Ägypten etc. Jetzt, wenn ich all die Christen würde fragen, im Nahen Osten, was sie alles erlebt haben, würden sie mehr oder weniger etwas Ähnliches erzählen. Alle erzählen von diesen Unterdrückungen, von dem nicht akzeptiert werden, von dem Mensch zweiter Klasse. Alle erzählen ganz ähnliche Geschichten, was sie unter dem Islam alles erlebt haben. Und darum möchte ich eigentlich auch mit diesen Islamaufklärungsvorträgen, die ich gehalten habe, möchte ich eigentlich die Schweizer Bevölkerung erstens mal ein bisschen aufrütteln, aber ihnen auch aufzeigen, was uns passiert ist und was alles allenfalls auch auf sie zukommt. Weil was wir hier in der Schweiz erleben als Aramäer, ist eigentlich ein Déjà-vu von dem, was eigentlich unsere Vorfahren schon mal erlebt haben. Und davor tue ich ganz stark warnen, steht endlich zu euren Wert und lasst euch nicht in eine Ecke drängen. Wir haben so vom Oskar Freisinger vorher gehört, der Schweizer tut sich schon fast so ein bisschen entschuldigen, so ein bisschen, ja, ich sage, okay, wenn man diesen Kind in der Schule sagt, jetzt müsst ihr euch integrieren. Ich sage, ja, das ist so. Also, mir kommt es fast vor, wie wenn sich dort der Schweizer nicht mehr, in der eigenen Haut nicht mehr, sich nicht mehr wohlfühlen würde. Dabei hätten wir alle Grund, in so einem tollen Land, das so schön ist, auch wirklich anzustehen und sagen, derjenige, der hier in die Schweiz kommt, der hat sich gefälligst anzupassen. Bruno und ich kennen ja so ein bisschen Velo-Kollegen, so ein bisschen die Landschaft in diesem Land. Wer ein bisschen Velo fährt, der ist fasziniert von diesem schönen Land. Wieso stehen wir nicht an und sagen, jetzt ist fertig? Unsere Werte sind genau so und so. Wer da in das Land kommt, hat sich gefälligst diesen Wert unterzuordnen und nicht umgekehrt. Wisst ihr, wenn ich das merke, dass die einen nicht wollen, dass es umgekehrt ist, beziehungsweise dass sie sich schon fast ein bisschen aufgegeben haben, das ist meistens dann, wenn ich irgendwo an eine Theke hinlaufe und sage, ja, ich hätte gerne das Brötchen. Und dann sagt der hinter der Theke, Entschuldigung, es hat ein Schwein drin, gell? Ja, ich hätte es trotzdem gerne. Also, ich würde es gerne zahlen, also kein Problem. Ist sogar in der Kantine bei uns im Geschäft passiert. Ich habe dann ein Menü bestellt und der hat sicher sehr gut gemeint. Also ich will da jetzt nicht irgendjemand anschwärzen, aber der hat mir dann gesagt, aber kennen Sie, das ist ein Schweinix. Ich habe gestaunet, wie voreilig oder so ein vorauseilender Gehorsam schon herrschen tut. Also so, man will diesen armen Muslimen das böse Schweinefleisch nicht zumuten. Dabei essen die meisten Muslime hinten durch Schweinefleisch, das weiss man. Spätestens dann, wenn sie einen Kebab gegessen haben. Ich habe eine andere Anekdote, eine andere Geschichte aus meinem Leben. Und das finde ich eben sehr spannend eigentlich. Wir haben in der 5. und 6. Klasse haben wir einen neuen Lehrer bekommen. Der hat früher in Peru die Schweizer Schule geleitet. Und zuerst hat er mal ein bisschen zugeschaut, wie die Klasse so funktioniert. Und dann eines Tages, etwa nach 2 Monaten, wo er so ein bisschen gecheckt hat, um was es geht, hat er wirklich mal so richtig auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, und jetzt würde ich es gerne so und so und so haben. Eine von der Forderungen war, wenn er am Morgen reinkommt, aufstehen, alte Schule, hat uns sehr gut eigentlich, muss ich sagen. Und der Reihe nach haben wir ein Morgengebet müssen sprechen, also müssen. Es war einfach so damals. Und Tibeter, Chinesen und die Türkin, die bei uns in der Klasse waren, keiner von denen hat gesagt, ja, aber Entschuldigung, ich bin dann nicht Christ.
Es hat denen nicht wehgetan, dass sie auch am Morgen aufgestanden sind wie wir, auch ein kurzes Gebet von mir aus, lieber Gott, danke, dass es uns gut geht und schau du zu uns. Und das war's. Viel mehr haben wir nicht verlangt, aber der Lehrer, und ich nenne ihn jetzt nicht irgendwie einen Extremist oder einen Rechtsradikalen, gar nicht. Der Lehrer hat einfach die Werte in diesem Land vermittelt und verteidigt. Er hat einfach gesagt, am Morgen möchte ich, dass ihr aufsteht, wenn ich hinkomme, und der Reinhard, du könnt ihr ein Gebet sprechen. Und wisst ihr was? Es hat keinem von diesen Kindern wehgetan. Also all die, die meinen, wir müssen die Kinder immer so schützen vor diesen bösen Wert, Schweizer Wert, das ist einfach Mumpitz, das stimmt einfach nicht. Das Allerschlimmste, was hätte passieren können, ist übrigens, was Kinder anbelangt, das Gegenteil von dem, was ich erlebt habe. Ich habe das erlebt, dass man mich auf die Klasse gesteckt hat und ich musste lernen. Und heutzutage tut man die Kinder schützen vor dem Deutsch. Oh nein, tun wir doch zuerst noch schauen, die armen Kinder, wir können sie doch nicht verbeugen. Und ups und so weiter. Das ist einfach wirklich Nonsens. Tut mir leid, das führt niemand hin. Die Kinder sollen sich so schnell es geht in die schweizerische Welt integrieren und Schweizerdeutsch lernen und sich diesen Gepflogenheiten und diesen Wert anpassen, was da in der Schweiz ist. Wie gesagt, zu diesen Themen könnte man eigentlich noch ganz, ganz viel erzählen. Es gibt aber noch etwas, wo ich doch noch loswerden will. Und wir haben heute Abend eigentlich schon von meinen Vorrednern zwei wirklich sehr interessante Themen gehört und teilweise auch angeschnitten, speziell auch jetzt von Andreas Thiel. Das ist der Kommunismus. Lustigerweise sind meistens die den Islam auch hofieren, auf der linken Seite zu finden. Und am Anfang habe ich mir gedacht, das sind gute Menschen, ein bisschen naiv, und habe aber nicht gecheckt, dass eigentlich die zwei Systeme sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Das ist mir erst später bewusst worden, nachdem ich, glaube ich, irgendwie Buch Nummer 300 irgendetwas gelesen habe über das Thema. Nein, gut, es hat nicht ganz so lange gebraucht. Aber ich habe dann irgendwann mal realisiert, das ist nicht ein Zufall, sondern das ist von beiden Seiten gewollt. Kein Wunder, wählen Türken die SP. Das ist gewollt. Kein Wunder, sagen wir an der SP übrigens die Türkenpartei, auch in der Schweiz. Und in Deutschland die SPD. Und kein Wunder gehen natürlich dann die Grünen nicht zu der SP wegen der bösen Türken, sondern, also sie gehen nicht, Entschuldigung, die Kurden gehen nicht zu der SP wegen der bösen Türken, sondern sie gehen zu den Grünen über. Auch das ist alles sehr gewollt, sehr raffiniert eigentlich, weil man geht, wie man also im Schweizerdeutsch so schön sagt, die eine Hand wäscht die andere. Man geht zu den Parteien, die einem unterstützen, und die Parteien kommen Stimmen über. Nur, wer die Geschichte vom Iran kennt, der weiß ganz genau, welche Richtung das geht. Wir haben es ja vorher ganz kurz besprochen miteinander. Ich würde ja die Geschichte vom Iran nur ganz kurz erwähnen. Der Iran hat auch dort wieder einen ganz bösen Diktator gehabt, der Schah von Persien. Und einige Gruppierungen sind mit dieser Art, wie er regiert hat, nicht einverstanden gewesen. Dazu gehören ziemlich radikale schiitische Muslime. Ich habe in der Schweiz immer wieder gehört, dass die Sunniten so schlimm sind, aber lasst euch dort auch nicht irritieren. Es ist Hans wie Heiri eigentlich. Ziemlich radikale Schiiten und eher naive Gutmenschen aus dem linken Lager. Die sind nicht zufrieden mit dem Schah und die sind nicht zufrieden mit dem Schah und haben sich zusammengetan. Resultat war, dass der Schah aus dem Land geflohen ist, rausgerührt worden ist und Chola haben sie den Ayatollah. Und auf Arabisch nennen wir den Shaitan, also der Teufel. Der Teufel in Person. Was der gemacht hat, war, alle, die ihn unterstützt haben, übrigens auch die linken Gutmenschen und Menschinnen vor allem, alle in einen Chador zu stecken. Insofern haben in dem Moment die Gutmenschen, vielleicht nicht ganz bewusst, aber haben am Islam geholfen, an die Macht zu kommen, sind Steigbügelhalter geworden vom Islam, ob gewollt oder ungewollt. Und wir haben eine ähnliche Situation in Europa. Gerade die linke Partei hofiert den Islam, eine Religion oder eine Ideologie eigentlich, ist ja keine Religion, eine Ideologie, die extrem ist in allen Belangen. Und damit würde ich eigentlich nicht sagen, dass jeder Muslim extrem ist, sondern
die Ideologie dahinter. Und genau die Linken machen das. Und das ist etwas, wo einem normal denkenden Bürger in diesem Land einfach nicht aufgeht, der sagt, ja, aber wie geht das Hand in Hand? Und ich bin nach wie vor eben der Meinung, wie ich es vorher gesagt habe, das hat das System dahinter. Ich würde eigentlich an dieser Stelle schliessen mit 2, 3 Aufrufen. Ich rufe euch alle auf, steht wieder zu diesen Schweizer Werten, wo ja eben damals in dem aramäischen Kulturverein der eine Kollege erwähnt hat und der Toni auch wiederholt hat. Pünktlichkeit, Familiensinn, sind wieder mutig, stehen vorne an, verlangen Integration, nicht nur fördern mit dem Geld, verlangen, man darf vom Gegenüber etwas verlangen, wenn er in das Land kommt. Heben zusammen und schämt euch nicht, Schweizer zu sein, wie wir es vorher gehört haben. Es gibt keinen Grund, sich so immer zu entschuldigen. Darum steht gerade an und mit dem würde ich eigentlich da schliessen und wünsche euch allen einen schönen Abend. Also, ich glaube, Oskar und Andreas würde ich nicht zu nahe treten, aber das Beste haben wir schon noch für den Letzten behalten. Weil da bin ich einfach immer wieder erstaunt, wie Personen, die aus dem Ausland herkommen, sagen uns, Leute stehen da, sind stark, tun euch wehren. Und ich glaube, da hat der Robert heute ganz klar gesagt. Ich hoffe auch, dass wir da heute mitnehmen, heim nach dem heutigen Abend. Und dass wir sagen, unsere Werte sind uns wert und dass wir dafür kämpfen und weiterkämpfen. Robert, danke vielmals, dass du da bist. Auch dir haben wir noch etwas Kleines. Merci vielmals, Robert. Und könnt da bitte wirklich tief in eurem Herzen mitnehmen, was der Robert heute gesagt hat. Weil da ist unsere Zukunft und da wird uns hoffentlich retten.